LÜKEX steht für Länder- und Ressortübergreifende Krisenmanagementübung. Sie findet seit 2004 statt, um den Bevölkerungsschutz in Deutschland zu verbessern. Im Rahmen der LÜKEX wird eine extreme Krisenlage simuliert, die verschiedene Akteure des Krisenmanagements gemeinsam bewältigen müssen. Anders als bei einer Katastrophenschutzübung, in der taktische Einheiten vor Ort Einsatzabläufe operativ üben, üben bei der LÜKEX die Entscheidungstragenden die Zusammenarbeit in den Krisenstäben. Es sind also keine Fahrzeugverbände unterwegs oder Katastrophenschutzübungen praktisch eingebunden. Es handelt sich somit um eine strategische Übung. Die LÜKEX ist eine Übung für Ministerien und Behörden von Bund und Ländern. Aber auch andere Akteure des nationalen Krisenmanagements, wie zum Beispiel Hilfsorganisationen oder Kritisunternehmen, sind dabei. Je nach Übungsszenario ist die jeweilige individuelle Beteiligungsintensität sehr unterschiedlich. Die Zusammensetzung des Krisenmanagements variiert und ist von der jeweiligen Situation abhängig. Möglichst viele relevante Akteure sollen involviert sein, ihre Expertise einbringen und selbst einen Übungseffekt erzielen. Denn Krisen machen nicht an politischen Grenzen Halt und interessieren sich auch nicht für Zuständigkeit. Gute, übergreifende Zusammenarbeit ist daher das A und O im Bevölkerungsschutz. Kurz gesagt, uns geht es darum, die Bevölkerung durch ein starkes Krisenmanagement bestmöglich zu schützen. Das erfordert vor allem eines: gute Vorbereitung auf den Ernstfall, auch auf allen strategischen Ebenen. Im Rahmen der LÜKEX bringen wir daher Menschen zusammen aus unterschiedlichen Bereichen des nationalen Krisenmanagements und lassen sie zusammen eine Krisenlage bewältigen. Das intensive Üben von Plänen und Abläufen bewirkt einen nachhaltigen Trainingseffekt, zeigt Verbesserungspotenziale auf und lässt Netzwerke entstehen, die auch über die Übung hinaus wirken. Nicht ohne Grund ist unser Leitspruch: in der Krise Köpfe kennen. Wer zusammen geübt hat und sich kennt, kann eine reale Situation viel besser bewältigen. So stärken wir das Krisenmanagement der Bundesrepublik Deutschland nachhaltig.